Ich muss irgendwie eine Gelegenheit abwarten, um dann da hochzukommen. Wo bist du? Siehst du mich nicht? Bist du blind oder was? Keine Ahnung, wofür der Wasserstrahl jetzt so gut sein soll hier. Ich check's noch nicht so richtig, was ich genau machen soll. Jetzt gibt's Sauer. Ah nein. So, auf die Hand schießen. Was wäre, wenn der da mit mir redet? Ich habe keine Ahnung, was der von mir will, weil ich mich hier drauf konzentriere. Aha. Ach Leute, das ist nicht witzig hier, ne? Wo bist du? Ich stehe dir genau vor dir, du Vollidiot. So. Okay, jetzt versperrt er hier wieder. Oh nein. Scheiße. Ah, Leute, ne? Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich gerade echt wieder Nervenzusammenbrüche kriegen könnte. Komm schon hoch. Ich weiß nicht, ob ich dann da reinschießen soll oder so. Wenn der da halt keine Ahnung, seine Säure spucken will oder so. Ah. Nee, ihm in den Mund springen bringt also auch nichts. Ach man, Hilfe, Leute. Ich glaube, ich bin dafür zu blöd. Ja, jetzt sieht er mich wieder nicht. Hä, ich wollte doch nicht das Wasser. Ach man, ich will das Wasser nicht. Ja, so heiße ich. Gut erfasst. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur meinen kleinen Bruder haben. Was soll ich hier machen? Ihm in den Mund ziehen. Das ist das Einzige, was ich mir da erklären kann, ne? Und auf die Hand schießen. Ach, lass mich in Ruhe, halt die Klappe. Oh, schnell. Nein. Komm schon. Ja. So, hier hoch. Und. Was? Was ist das? Was soll ich machen? Ich habe kein... Was? Ich sollte X drücken? Warum sollte ich jetzt X drücken? Oh, Leute! Nicht mehr witzig. Oh. Ich renne natürlich noch genau in die Hand rein. Ach, Mann, Mann, Mann. Leute! Hilfe! Aha! Du dummer Ab! Punkt, 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 Locher. Ach, das gibt's nicht. Lass mich doch mal in Ruhe, du Psychopath, ey.
Komm, warum ist der so groß? Das ist doch nicht normal. Wo ist denn der Wasserstrahl hier jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Mann, lass mich in Ruhe einfach. So, okay, auf der Seite auch den Strom. Okay, auf der Seite haben wir den Strom verbunden. Ah. Lass mich einfach in Ruhe. Du kranker Vollidiot. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will nur meinen Bruder zurückhaben. Hoch, 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 hoch. Nein! Scheiße. Das hätte schneller gehen müssen eben. Kann ich ihn schon verbinden? Nee, wahrscheinlich noch nicht, ne? So. Nein! In den Mund, verdammt! Scheiße! Oh Leute, ich krieg gerade so die Krise. Es tut mir auch total leid, dass ich hier voll am Rumfluchen bin. Aber das ist echt nicht einfach. Gerade dann mit diesem Feuer, was sich so oder so schon so schwer steuern lässt irgendwie. Ja. Ihm das genau in den Mund zu zielen. Gerade von hier aus finde ich das irgendwie schwieriger. Weil er den Mund viel weiter weg hat, die dumme Potsau, die. So. Komm schon. Verbinden. Und los nochmal reinschießen da. Gut. Und. Verbinden. Deshalb muss der nicht gleich runterfallen, Mensch. Oh, seine Augen sind ja auch furchterregend. Schön. Oh nein! So, ich versuche jetzt gleich. Achso, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach Mann, oh, lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich in Ruhe! Auf die Hand schießen. Und dann kann ich das jetzt. Warum kann ich das denn hier oben jetzt nicht verbinden oder so? Checke ich gerade nicht richtig. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Seine Haare brennen. Sehr geil. Na. Gott, der arme Felix, dem seine Haare brennen. Das ist aber eigentlich nicht so nett, oder? Oh nein, jetzt fangen wir wieder an. Oh, Leute. Was ist das hier? Nein. War nicht weit genug. Mm. Oh, du bist doch ein kranker Psychopath, ey. Und auch wenn du jetzt in Felix seinem Körper steckst, bist du trotzdem ein alter, hässlicher, abgefuckter Mann. Oh Gott. Oh nein, wir sind jetzt trotzdem durch diese Kacksäure da gestorben. Aua. Mann, Leute. Hilfe. Das ist nicht einfach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Och, Mann. Oh, ey. Krieg hier leider Krise, ne? Ich glaube, man merkt's. Okay, jetzt aber, komm schon. Schieß drauf. Ja, jetzt nehmen wir die andere Seite hier. Komm schon. Nein! Nein! Du Arschloch! Warum hast du nicht dahin gehauen, wo ich eben stand? So. Oh! Ich krieg hier gleich einen Anfall! Ich meine, keine Frage, ja, es macht trotzdem noch Spaß, aber es ist halt so ein... Oh, leck mich, lass es endlich vorbei sein, ja? So, jetzt nehmen wir die andere Seite hier.
Komm schon, Kopf runter. Nein, das war zu früh. Und jetzt soll ich so weitermachen, oder was? Oh Mann. So, auf die Hand. Stift raus und dann auf den Kopf. Oh. Da sind Stecker an seinem Kopf. So. Gib mir meinen Bruder wieder, du Arschloch. Oh nein, es ist zu Ende. Es hat doch so einen Spaß gemacht. Es war so schön, es hat so Spaß gemacht. Und ich musste eben echt, wo die zurück sind, ich musste so schmunzeln. Hallo, da bist du ja wieder, Felix. Ich bin ein Roboter. Und dann hat sich Felix natürlich den Stift geschnappt, ne? Ist ja erstaunlich, dass der Stift jetzt immer noch diese Kräfte hat. Also, ach, schreibt mir mal unter das Video, wie ihr dieses Let's Play-Projekt fandet. Ich fand's großartig. Und ja, muss dann jetzt erstmal schauen, was ich als nächstes Let's Playen werde. Bin noch ein bisschen was auf der Platte. Mal gucken, ob ich was Schönes für euch finde. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und hoffe, dass es noch viele, viele, viele weitere solcher Spiele gibt, die einfach, ja, faszinierend sind, wo man auch mal so seine Wutanfälle kriegt und ja, einfach ein bisschen kniffeln muss und jetzt bin ich schon wieder tot und ach, das hat echt Spaß gemacht. Ich bin echt traurig, dass es vorbei ist. Ach, Manu. Ja, und was lernen wir aus der ganzen Sache? Geschwister, die sich streiten, haben sich trotzdem lieb, denn dafür sind es Geschwister und würden trotzdem jederzeit für den anderen einstehen. Ist einfach so. Okay, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt aber an dieser Stelle hier von euch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Let's Play-Projekt gefallen. Schreibt nur fleißig unter die Kommentare, was ihr davon gehalten habt.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem neuen Let's Play-Projekt auf meinem Kanal wieder. Und ja, bis dahin, wie immer, tschüss.